Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Genau heute, wo dieser Part online kommt, also am 30.06., kommt auch der DLC. Ich habe es jetzt nicht ganz geschafft, hier die ganzen Folgen hochzuladen, bevor der DLC rauskommt, war aber auch klar, obwohl ich jeden Tag ein Video gebracht habe zu Cuphead, habe ich es nicht ganz geschafft. Aber wie gesagt, war klar. Habe ich am Anfang auch gesagt, dass wir ein bisschen hinterherhängen werden. Aber ich denke, ich werde jetzt auch durchziehen mit Cuphead. Und das hier erstmal fertig machen, bevor ich dann die anderen Projekte weitermache. Aber mal schauen, ich muss mal gucken. Ich würde eigentlich auch gerne die anderen Projekte weitermachen. Mal gucken, wie ich das Ganze mache. Auf jeden Fall habe ich hier auch die meisten Bosse nochmal neu gespielt und auch die meisten Level. Man sieht es schon. Man sieht hier einige Level schon auf P. Ja gut, jetzt nur das, weil das halt nur auf dem Bildschirm ist. Aber ich habe, ich glaube, alle Level auf P gespielt und alle Bosse aus der ersten Welt und der zweiten, außer Grimm Zündholz, habe ich auf einen A-Rang gespielt. Die meisten sogar auf A+. Aber ich habe das meiste nochmal neu gespielt. Damit wir das auf jeden Fall auch schon mal haben. Hä? Oh nee, komm ey. Ein Moment, der Controller spackt gerade hart rum. Was ist hier denn jetzt los? Ach du Scheiße. Oh nee, ich... Das habe ich gerade schon bemerkt, als ich da oben ein bisschen rumgelaufen bin. Ich hoffe, das war jetzt eine Ausnahme. Nein. Nein, ich drücke hier gerade alles und es funktioniert nichts. Zum Teufel ist das? Ja, ich weiß nicht, ob ich so spielen kann. Ein Moment, Leute. Sorry dafür. Ich hätte es vielleicht vorher testen sollen, aber es hat ja vorher auch immer geklappt. Ich versuche den Controller mal direkt anzuschließen. An meinen Rechner. So, wohin geht denn das Kabel hier? Das geht dahin. So. Oh Mann, ey, ist das schon wieder chaotisch. Ja. So. Controller ist eigentlich angeschlossen. Na, okay, dann muss ich den Bluetooth-Stick reinstecken. Ich dachte, das würde auch ohne gehen. Ich dachte, das könnte man nur mit Kabel machen. Oder auch nur mit Kabel machen. So. Aber es scheint jetzt besser zu klappen. Shit. Jetzt starte ich schon neu. Jetzt starte ich schon direkt neu, wenn ich getroffen werde. Das habe ich mir leider so angewöhnt. Und ich dachte, ich könnte ihn nicht verletzen in der Phase. Aber doch kann ich. Ah, ich will die Kaugummis treffen. Jawohl. Sehr schön. Ja, nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja die Rauchbombe. Heißt, wir... Ach, scheiße, Mann. Heißt, wir brauchen die Trampoline nicht. Boah, das ist echt ein bisschen assi. In der Phase mit den... mit diesen komischen Bomben.
Ah, okay. Nice. Wir haben ihn in die zweite Phase bringen können. Ah, fuck, Alter. Ja. Ich stelle mich gerade echt ein bisschen blöd an. Aber es ist wie immer. Ich muss die ganzen Animationen noch lernen. Oh, ich habe sogar einen oberen getroffen. Interessant. Okay, nice. Jetzt auf jeden Fall noch nicht getroffen worden. Ah, scheiße, da bin ich jetzt reingedasht. Er hat leider dreimal geschossen. Anstatt zweimal. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist easy zu dodgen. Sehr schön. Ja, komm, mach wieder deine komischen Dinger da. Okay, wunderbar. Ja, da habe ich mich jetzt nicht getraut. Und leider kriegt man keine Karte. Selbst wenn man da die Dinger in der Luft trifft. Okay, zweite Phase. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir richtig Glück. Jetzt haben wir richtig Glück mit dem Kreissägen. Was? Nein, von ganz außen kann ich auch getroffen werden. Ach komm schon, Alter. Schade. Okay, ich zünd einfach mal die Ulti, weil warum nicht? Wir haben sie halt gerade. Oh. Oh, das platzt auch auf. Scheiße, da muss ich extrem drauf achten. Auf seine komische Hand. Wenn er die Animation macht. Aber wir haben ihn. Und man sieht, die Katze war auch nur ein Roboter. Parieren habe ich leider nur einmal geschafft. Note B ist okay. Ich werde den Boss auf jeden Fall nochmal neu spielen, damit wir den dann auch auf A haben. Und ich euch die diesen Nebendialog zeigen kann. Hier, den hier. Ich würde euch so gerne zu meinen besten Freunden zählen dürfen. Ihr habt es fast geschafft, wirklich. Aber wenn es um meine Art zu sehen und hören geht, gibt es kein Fast. Entweder man kann's oder nicht. Cool, er hat sogar einen anderen Dialog. Jetzt, wo ich die ganzen vorherigen Bosse aus Welt 1 und 2 fast alle geschafft habe, halt, wie gesagt, außer Grimm Zündholz, hat er jetzt einen anderen Dialog. Das ist ziemlich geil. Okay. Wie auch immer, lasst uns rein in den nächsten Boss. Captain Pökelbart in Plünderfahrt. Let's go. Let's go. Oh, und ich kann ihn nur oben treffen. Schön. Heißt, mir bringt die Kartätsche nichts. Cool. Er gibt einem ja ordentlich Kram. Oh shit. Oh shit. Da wäre ich fast getroffen worden. Was zum Teufel ist jetzt los? Ah, jetzt kommt ein Hai. Hat diese Aktion, okay. Und einen Hai kann man auch treffen? Kann man ihn besiegen? Ah, scheiße, Mann. Boah, Alter.
Das geht ja mega ab hier. Okay, bisher nur einmal getroffen worden. Au! Scheiße. Okay, lass uns hier das Ding aktivieren. Und wir gehen über in die allerletzte Phase. Scheiße. Da bin ich leider reingelatscht. Na, RIP. Ich hätte fast First Try geschafft sogar. Ich habe mich echt gut gehalten. Aber dann habe ich mir leider ein paar echt dumme Treffer erlaubt. Oh. Ja, schade. Da stand ich jetzt ungünstig. Aber jetzt stehe ich wieder gut. Jawohl. Guck mal. Nein. Okay, man kann den Tintenfisch in der Tat besiegen. Irgendwer wird rufen. Nur die Viecher, okay. Schön. Oh, und jetzt schießt das Boot auch. Jetzt schießt das Boot auch. Ich zünd meine Ulti. Stell mich hier vorne hin. Ach, scheiße. Da hatte ich jetzt Pech, dass da auch so ein Fisch gekommen ist. Letzte Phase? Ja, Mann. Letzte Phase. Ah, nein! Oh, ich habe mich gerade wieder dran erinnert, was das für eine Animation ist. Ich wollte mich gerade ducken. Ach, scheiße, Mann. Okay, da darf ich nicht zu viel ausweichen. Da muss ich eher springen. Bei den Angriffen. Lass mich die Dinger parryen. Jawohl. Wenigstens zwei bekommen. Okay, schön. Muss man den sogar besiegen, den Tintenfisch? Okay, geil. Der Hai. Scheiße, ich hab noch überlegt, meine Ulti zu zünden. Weil das dann echt sehr knapp wurde. Aber hab's dann doch sein gelassen, leider. Scheiße. Ja, komm. Das können wir nochmal neu machen. Okay, schön. Ich war mir nicht sicher, ob ich es noch schaffe, aber ich habe es gewagt. Wäre auch geil, wenn man das Fass wegmachen könnte. Ah ja, verstehe ich schon, dass man es nicht kann. Ja, Mann. Gutes Timing für den Hai. Und ich behalte meine Ulti mal. Hau ab. Ach, die Geschosse können einen nicht mehr verletzen. Nein, ach, Mann. Die Geschosse können einen nicht mehr verletzen, sobald man den Tintenfisch besiegt hat. Okay, das ist gut zu wissen. Ich wollte doch springen, nur er hat es nicht übernommen. Warum hat er schon wieder nicht übernommen? Scheiße. Ach komm schon, wie unglücklich war das jetzt am Ende.
Nach dem ersten Treffer ist einfach mega die Motivation runtergegangen. Okay, schön. Na, ich muss auch die Waffe wechseln. Nicht nur da auf den Knopf drücken. Ja, der Hai wieder. Gutes Timing. Da können wir ihm hier richtig fett Leben abziehen. Nein, ach komm schon. Wenn wir in die Phase übergehen, muss ich echt ein bisschen besser stehen. Okay, schön. Schönes Ding. Direkt zwei Parries bekommen. Die kommt auch schon früher? Okay. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und ich weiß nicht, ob das dumm war, aber ich denke mal schon, ne? Das war, glaube ich, ziemlich dumm. Okay. Sehr schön. Okay, jetzt kommen wieder die Kanonenkugeln. Okay, geil. Hau ab. Wunderbar. Ulti. Nein! Ach, komm schon, Mann. Ah, ich wäre sogar im richtigen Moment gesprungen. Aber ich wollte kein Leben hergeben. Scheiße. Okay, schön. Okay, geil. Wir haben's. Aber so knapp. Aber so knapp. Alles geschafft. Oh, A minus. Ey, reicht das für den, für die goldene Flagge? Jawoll! Sehr geil. Dann bräuchte ich das tatsächlich nicht nochmal spielen. Geil! Das direkt im Part zu schaffen ist schon krass. Okay, Leute, dann schaue ich nochmal. Was gibt's denn hier noch? Ach ja. Wo ich gerade nochmal dran denke. Ich habe das jetzt vergessen, direkt am Anfang des Parts zu sagen. Ich habe da Scheiße erzählt mit den P-Rang. Man darf sich treffen lassen. Für den P-Rang. Man darf sich treffen lassen. Deswegen sind die Herzen tatsächlich ein echt gutes Item. Wenn man damit klarkommt, dass man dann die Rauchbombe nicht hat. Also, ich habe ja gesagt, ja, die Herzen sind irgendwie useless, weil die Rauchbombe ist besser und man hat dann auch weniger Schaden und man darf sich ja sowieso nicht treffen lassen für den P-Rang. Also, wofür sollte man die Herzen nehmen? Nein. Man darf sich treffen lassen. Und dafür sind die Herzen dann doch extrem gut. Jo, das wollte ich noch gesagt haben, sage ich aber dann nochmal am Anfang des nächsten Parts. Gut, dann sprechen wir nochmal mit ihm hier. Ich sehe, habt ihr es ab und zu geschafft, euch zusammenzureißen. Ich bin hoch erfreut, aber ihr seht noch nicht in Grautönen, oder? Das tut ihr erst, wenn ihr komplett auf Gewalt verzichtet. Ah ja, da habe ich jetzt leider den
den Anfangsdialog übersprungen, in dem ich schon ein paar Level auf Pacifist gespielt habe. Aber gut. Falls euch der Anfangsdialog interessiert, könnt ihr es ja nachschauen. Ich denke, ihr werdet das finden, indem man irgendwie, keine Ahnung, Cuphead, Schildkröte, Dialoge googelt oder irgendwie sowas. Oder vielleicht auch in Englisch, Turtle Dialogues, irgendwie so, Cuphead, Turtle Dialogues, irgendwie sowas. Aber laut meiner Erinnerung sagt er irgendwie sowas wie, wenn ihr sehen wollt wie ich, müsst ihr komplett auf Gewalt verzichten. Irgendwie sowas. Also ungefähr dasselbe, nur halt, ja, er sagt halt am Anfang noch was anderes, um einen so einen Tipp zu geben. Quasi. Und jetzt sagt er halt, das hier. So, aber am Anfang sagt er, ja, wenn ihr in Grautönen sehen wollt, oder wenn ihr so sehen wollt wie ich, dann müsst ihr komplett auf Gewalt verzichten. Jo. Gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bei dem Level Prekärer Pier wieder. Bis demnächst und ciao. They like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price.